Der letzte Abend im Tirolberg. Garmisch-Partenkirchens Szenetreffen der vergangenen zwei Wochen glänzte in Gold und Silber. Und zwar in jenem der Slalom-Weltmeisterin Marlies Schild und der Silbermedaillengewinnerin Katrin Zettel. Dieser Tag war wohl einer der schönsten im Leben von Marlies Schild. Sie behielt heute die Nerven und brachte den verdienten Sieg ins Ziel. Ein Tag im Leben einer Ausnahmesportlerin, den sie so schnell nicht vergessen wird. Es war ein Traum von mir immer schon und heuer habe ich es endlich geschafft und ich fühle mich einfach genial. Es ist alles super, aber das heute ist für mich schon ein bisschen so, ja, das Tüpfelchen auf dem I, sage ich einmal. Das hat mir noch gefehlt und jetzt habe ich es. Katrin Zettel, Silbermedaillengewinnerin im heutigen WM-Slalom, war schlichtweg überwältigt. Ja, also ich bin überwältigt. Wir sind jetzt eigentlich von einem Fang zum anderen getragen worden und es ist überall so schön, so viele Fans zu haben und so viele, die was einen Daumen drücken und mit einem feiern. Und es ist genug Dumm nach so einem Erfolg. Die geballte Frauenpower im Tirolberg wurde heute von Milka und seinen Skigirls komplettiert. Maria Riesch, Michaela Kirchgasser, Tina Maase und Schadka Scharopska kamen zur Pressestunde und mischten sich anschließend unter die feiernden Gäste.